5. Juni 2019. Ich begrüße euch recht herzlich aus Kleve. Ich bin jetzt hier noch in meiner Unterkunft. Gestern Abend hat es hier noch gewittert und heute sind auch noch einige Regenschauer gemeldet. Da muss ich gucken, dass ich so gut wie möglich durchkomme. Ja, gestern zu der Tour ist ja einiges schief gelaufen, von Umleitungen bis Fähren, wo ich verpasst habe. Aber ja, ist halt mal so. Ja, heute geht es jetzt gleich für mich weiter, runter an die holländische Grenze, wo ich dann den Delta-Rhein folgen werde. Und jetzt gucke ich mal, dass ich mein Fahrrad startklar mache und werde dann loslegen. Also, bis gleich. Und jetzt rollt die Tour wieder. Das Wetter hält sich bis jetzt gut. Und nach Millingen sind es circa noch 8 Kilometer. Da werde ich jetzt gleich sein, an der holländischen Grenze. Da ist dann auch die Niederrhein-Etappe beendet. Fahre ich hier unten auf dem Radweg. Ich glaube, da oben kann man auch auf dem Damm fahren, auf dem Rheindamm. Aber das mache ich jetzt lieber nicht, weil im Moment haben wir einen schönen Wind. Da werde ich bestimmt weggeblasen. Unter den Helm gemacht, da zieht der Wind nicht so rein. Ist jetzt schon wesentlich besser. So, und ab hier geht es jetzt in Holland weiter. Wir überschreiten die Grenze und damit kommt das nächste und auch letzte Land dazu, wo am Rhein liegt. Und dann fängt gleich der Delta-Rhein an, der ausschließlich nur noch in Holland verläuft. Und hier haben wir auch gleich die neuen Rheinradschilder. Und zwar ist es die Rindvlietsroute.
dieser Folge, Schätze. Ich denke, ich habe es richtig ausgesprochen. Teilt sich dann der Rhein einmal als Niederrhein, der hoch über Arnheim fließt, und einmal die Waal, die über Nimwegen fließt, die auch die Hauptwasserführung hat. Das Ganze nennt sich dann auch Delta Rhein. Und ich werde jetzt der Waal folgen über Nimwegen. Bisschen schwieriges Wort. Also, das Schiff kommt aus der Waal rausgefahren. Und hinten dran ist dann der Niederrhein. Ja, genau, Niederrhein nennt sich in Holland. Im Moment fahre ich hier auf diesem schönen Damm entlang, etwas abseits vom Rhein. Ja, und in Millingen war ja dann der Teilabschnitt Niederrhein beendet. Ich fahre ja jetzt die Waal entlang. Ja, die dürfte so rheinkilometermäßig 100 Kilometer lang sein. Die Rheinkilometer-Schilder habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Aber man kann es ja ungefähr abschätzen auch. Ja. Okay, als weiter die Waal entlang. Wieder am Rhein hier angekommen, und nach Nimwegen sind es noch ca. 10 Kilometer. Größere Stadt liegt jetzt vor mir, und zwar Nimwegen, und da haben wir dann Rheinkilometer 884, also dürfte auch die Waal länger sein wie 100 Kilometer, ich schätze mal so 120 Kilometer rum. Muss man mal genau ausrechnen.
fahre ich gerade wieder aus Nimbegen raus, warte bis es grün wird und dann geht's weiter. Gut, gut. Ja, hier haben wir mal ein tolles Haus. Das ist dann mal super verkleidet. Guckt euch das an. Ich fahre jetzt wieder auf den Damm. Nimwegen liegt hinter mir. Ja, ins Zentrum bin ich nicht mehr richtig rein hier. Das dauert einfach zu lange dann. Ich muss ja den Rhein weiterfahren, besser gesagt die Waal. Ja, wir müssen ja Kilometer machen. Das kann man ein anderes Mal machen. Weiter geht's. Wenn ich jetzt hier in Holland bin, dann muss ich auch holländischer Käse essen, ein bisschen Paprika noch dazu. Ja, und dann war ich auch nicht ganz alleine, wie ihr gesehen habt, an den schönen Rastplatz. Und jetzt geht's wieder weiter. Ich habe jetzt immer einen gewissen Abstand hier zum Rhein. Da liegen immer diese Wiesen dazwischen. Und da vorne kommt jetzt der nächste Ortseitlang. Ich glaube Winsen oder Wissen, wie er heißt. Ich kann es mal kurz einblenden vielleicht. Jetzt haben wir aber hier den richtigen Namen. Könnt ihr ihn ablesen. Und die ersten Windmühlen sind auch jetzt langsam in Sichtweite.
seitdem ich in Holland gestartet bin, fahre ich hier auf einem wunderbaren asphaltierten Weg hier auf dem Damm. Fahrradfahren kann man sich nicht besser vorstellen wie hier. Und rechts und links vom Damm sind immer wieder alle Arten Tiere. Hier haben wir auch sehr viel Natur. Ist wirklich sehr schön und macht Spaß hier zu fahren. Und natürlich ein bisschen Industrie ist hier auch dabei, aber es hält sich wirklich sehr in Grenzen. Wo der Rhein in der Nähe ist, fehlt es glaube ich auch nirgendwo. Ja, und wir haben auch hier überall diese schönen Infotafeln. Hier sieht man mal die Beschreibung hier oben alles. Hier ist alles nochmal erklärt, auf Holländisch. Und hier ist unsere Route. Hier sind wir durchgefahren und jetzt geht es immer hier weiter. Der nächste Ort, den ihr gesehen habt. Die Ortsnamen werde ich nicht alle aussprechen, ich blende euch ab und zu ein. Und wie ich gesehen habe, sind wir jetzt hier, oder nennt sich das Gebiet hier Waas-Maal-Gebiet. Ortschaften. Mein heutiges Tagesziel habe ich noch gar nicht erwähnt, und zwar heißt der kleine Ort Brakel und liegt genau an der Waal. Da habe ich heute meine Übernachtung gebucht. So eine Infotafel halt gemacht. Im Moment bin ich gerade hier und hier fließt jetzt die Maas dazu und hier ist die Waal und ich fahre im Moment genau zwischendrin. Hier geht es also weiter.
an der Schleuse habe ich jetzt mal kurz Halt gemacht. Ich gehe jetzt mal kurz hier rüber. Da vorne fließt die Waal und das ist dann so ein Verbindungskanal rüber. Gehe ich auf die andere Seite mal kurz. Und da drüben hinter der Schleuse, die gerade aufgeht, da fließt dann die Maas. Also Verbindungskanal zwischen Maas und Waal. Jetzt sind wir wieder ganz nah am Rhein hier, beziehungsweise nennt das sich ja hier in Holland Waal, also ganz nah an der Waal. Saalbommel ist erreicht. Jetzt hatte man wieder mal eine größere Stadt, Saalbommel, und nach Brakel sind es jetzt noch 12 Kilometer. Dann habe ich es wieder mal geschafft für heute. Ja, ich komme hier gerade vor wie auf der Autobahn. Los mit dem Fahrrad und mit Autos zusammen hier.
Ja, ich rolle gerade langsam aus. Ich bin jetzt gleich angekommen. Und heute war es eine wirklich sehr gute Etappe. Man merkt halt gleich, Holland ist ein fahrradfreundliches Land. Ja, jetzt kann es weitergehen. Wir sind gerade zwei vorbeigefahren, da wollte ich nicht weiterreden. Wie gesagt, super Radwege, fast immer auf dem Damm oben mit dem klasse Radweg, wie ihr auch hier seht. Und ja, es gab auch keine Schwierigkeiten heute, so wie gestern. Und morgen geht es dann weiter. Da habe ich ein paar Fähre vor mir und ich werde dann mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich fahre. Auf jeden Fall Rotterdam ist dabei und dann werden wir mal weitersehen. Okay, liebe Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns wieder morgen. Thank you.